Mit Puma hat Borussia Dortmund ab der nächsten Saison, sprich dem 1. Juli 2012, einen starken neuen Ausstatter an Bord. Für ganze 8 Jahre wird laut Ausrüstervertrag nicht nur die Ausstattung der Lizenzmannschaft des Bundesligisten übernommen, sondern zudem alle Jugend- und Amateurmannschaften mit Trikots, Trainingsbekleidung und Accessoires ausgerüstet. Puma wird ebenfalls Partner des Vereins bei Replikatrikots, Fanartikeln und weiteren Merchandise-Produkten. Nachdem Puma für die laufende Bundesliga-Hinrunde bereits einen Schuhvertrag mit dem BVB sowie mit Cheftrainer Jürgen Klopp geschlossen hat, wird das Sport-Lifestyle-Unternehmen ab der Saison 2012-2013 auch die komplette Mannschaft ausrüsten. Ab diesem Zeitpunkt wird Puma dann auch eine vielfältige Merchandising-Kollektion für die Fans auf den Markt bringen. Ich darf Ihnen zunächst die Herren am Podium vorstellen. Zu meiner Linken, also zu Ihrer von Ihnen aus gesehen rechts, Herr Franz Koch, CEO Puma, und neben ihm der Geschäftsführer Puma Deutschland, Matthias Bäumer. Auf der anderen Seite Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der Geschäftsführung des BVB, und Carsten Kramer, Direktor für Marketing und Vertrieb bei Borussia Dortmund. Herzlich willkommen. Ich hatte gestern in der zweiten Halbzeit die leichte Befürchtung, dass wir noch kurzfristig eine andere Location brauchten, weil die Nordtribüne vielleicht abgerissen würde. Nachdem das erfreulicherweise dann doch nicht passiert ist, sind wir froh, dass wir hier sind und finden auch einen tollen Ambient, also ein großes Kompliment da an Puma. Und wir haben eine Zusammenarbeit besiegelt und daran können Sie auch die strategische Bedeutung dieser Zusammenarbeit erkennen, wenn es gleich um die Laufzeit geht. Wir haben eine Zusammenarbeit ab dem 1.7.2012 besiegelt, weil wir der Meinung sind, dass Borussia Dortmund und Puma ideal zusammenpassen, vom kompletten Markenerscheinungsbild her bis zu den Zielen. Und das ist komplett kongruent und wir freuen uns natürlich extrem darüber, einen so tollen Partner mit einem so großen Image auch gewonnen zu haben. Die Vertragslaufzeit geht über mindestens 8 Jahre und das heißt, dass man da wirklich von einer strategischen Partnerschaft sprechen kann und ich glaube, dass beide Partner mit der Wahl des jeweils anderen sehr, sehr glücklich sein können. Wir bekommen ein großartiges Unternehmen mit Puma an unserer Seite und umgekehrt sind wir auch so selbstbewusst zu sagen, dass Puma, nachdem sie sich ja jetzt entschlossen haben, im Fußball nochmal richtig durchzustarten, auch den richtigen Partner bekommen hat. Ich glaube, der Grund, warum Borussia Dortmund sich extrem auf die Kooperation mit Puma freut, liegt eben auch in der Strahlkraft der Marke Puma. Und wenn dann die Kerneigenschaften, die einen Verein wie Borussia Dortmund auszeichnet, fast deckungsgleich sind mit denen von Puma, nämlich einen Partner zu finden, der Spaß hat an einem intensiven Fußballerlebnis, der weiß, welche Faszination, welche Bindungskraft von einem Verein wie Borussia Dortmund ausgeht, der weiß, dass das aber auch ein Verein ist, der nicht jeden Klamauk mitmacht, der für eine Echtheit steht, dann werden Sie auch wenn wir Ihnen heute die Kollektion natürlich noch nicht vorstellen können, weil wir natürlich auch noch in einer laufenden Kooperation sind, aber dann werden Sie zum 1.7.2012 auch feststellen, wie sensibel Puma mit den Befindlichkeiten von Borussia Dortmund und seinen Fans umgegangen ist. Und das ist in der heutigen Zeit, gerade in der Lifestyle- und Fashion-Welt, sicherlich nicht selbstverständlich. Da haben wir mit Puma relativ schnell gemerkt, dass wir den idealtypischen Partner gefunden haben. Und ich glaube, dass sich ganz Borussia Dortmund auf diese Kooperation freuen darf, weil auch ganz Borussia Dortmund davon profitieren wird. Es ist ja nicht nur ein Vertrag, der am Ende die erste Mannschaft ausstattet, sondern alle Sportler von Borussia Dortmund werden in Zukunft in Puma-Textilien spielen. Die Kinder, die an unserer Fußballschule teilnehmen, werden von Puma ausgerüstet. Also wir versuchen schon, Puma und Borussia Dortmund gemeinsam an so vielen Stellen wie nur möglich erscheinen zu lassen. Und wenn man dann eben auf eine Marke wie Puma setzen darf, die auch eine internationale Strahlkraft hat, ich glaube, dann passt das sehr, sehr gut zu Borussia Dortmund. Und von daher freuen wir uns darauf und wir freuen uns vor allem darauf, dass wir Ihnen nicht alle 3 Jahre wieder eine neue Kooperation vorstellen müssen, sondern dass wir mit den Damen und Herren aus Herzogenaurach so langfristig zusammenarbeiten dürfen. Fußball und Puma, das gehört in die Welt des Sports einfach zusammen.
Seit Rudolf Dassler 1948 das Unternehmen gründete, ist Fußball untrennbar mit der Marke Puma verbunden. Und das soll auch so bleiben. Das gilt nicht nur für den Bereich Produkt, bei dem wir im Laufe unserer Firmengeschichte durch Kreativität und zahlreiche Innovationen immer wieder herausragende Akzente in Sport und Style gesetzt haben. Prominente Beispiele dafür sind nicht nur die Entwicklung der ersten Schraubstollen 1952 oder das inzwischen schon fast legendäre Einteiler-Trikot für die Nationalmannschaft von Kamerun im Jahr 2004. Die Verbindung von Sportperformance in einem einzigartigen, unverkennbaren Design kommt auch heute zum Ausdruck, zum Beispiel bei unserem innovativen Fußballschub, dem Powercat. Und dieser Powercat wird von Spielern wie zum Beispiel Fabregas oder vom italienischen Nationaltorwart Gianluigi Buffon getragen. Ja, und wo ich schon bei Weltklasse-Torhütern bin, auch Roman Weidenfeller setzt natürlich auf den Powercat. Und auch im Bereich Sportmarketing haben wir in der Branche inzwischen eine Vorreiterrolle eingenommen. Durch unsere Partnerschaften mit Fußballverbänden wie zum Beispiel Italien, Uruguay, Chile oder in Afrika, zum Beispiel mit Kamerun, Ghana, der Elfenbeinküste oder jüngst Südafrika, setzen wir immer wieder Akzente durch kreative Kampagnen in Sport und in Lifestyle. Im Rahmen unseres neuen langfristigen Wachstumsplans bis 2015, bei dem wir einen Umsatz von ca. 4 Milliarden Euro anpeilen, haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Wir wollen im Fußball wieder angreifen und unsere Position als klare Nummer 3 bei der weltweit führenden Fußballmarken weiter ausbauen. Deshalb verstärken wir uns auch gezielt an neuen Spielern und neuen Clubs, und der BVB ist das allerbeste Beispiel dafür. Der aktuelle deutsche Meister steht in der Fußball-Bundesliga nicht nur für absoluten Spitzenfußball, sondern auch für Werte wie Spaß, Spielfreude und natürlich echte Liebe zwischen Fans, Spielern und dem Präsidium. Verkörpert wird dies nicht nur durch herausragende Spieler, von denen einige bereits heute schon unsere Schuhe spielen, sondern auch durch Meistertrainer Jürgen Klopp, der diese unbedingte Fußballbegeisterung mit seinem ganz eigenen, unverwechselbaren Stil vorlebt und deshalb auch heute schon zu unseren festen Partnern zählt. Und etwas Besonderes an diesem Verein sind auch die Fans, die in diesem Stadion für eine einzigartige Atmosphäre sorgen, wovon ich mich gestern Abend ja selber überzeugen durfte. Wir wissen um die hohe Bedeutung und den Stellenwert, den der Fußball hier in Dortmund genießt. Und auch deshalb glaube ich, dass Puma und Borussia Dortmund die perfekten Partner sind, die die Marken zusammenbringen. Das Team um Matthias Bäumer hat in den zurückliegenden Wochen und Monaten bereits viele neue Ideen und Konzepte für die kommende Bundesliga-Saison entwickelt, die die Fans von Borussia Dortmund in den Mittelpunkt unserer Fußballkampagnen rücken werden. Und so gehört das auch. Große Freude, die herrscht natürlich im Hause Puma über diese Partnerschaft, denn wir haben nicht nur einen der wichtigsten Vereine in Deutschland, ich würde sogar sagen Europas, und wahrscheinlich auch eine einzigartige Fankultur weltweit. Die Zusammenarbeit ist aus unterschiedlichen Gründen natürlich sehr, sehr wichtig und von hoher Bedeutung für Puma und insbesondere natürlich für Puma Deutschland. Und deshalb arbeitet mein Team wirklich fieberhaft für diesen Erfolg. Und ebenso werden wir hervorragend unterstützt von unseren internationalen Kollegen. Und hier auch ein herzliches Dankeschön an Chris Vogt, der diese Partnerschaft auch mit zum Leben erweckt hat. Also ein herzliches Danke dafür. Der strategische Ansatz, relativ klar. Fußball ist für uns der wichtigste Bereich in der Performance und hier insbesondere das Thema Vereinssport. Vereinssport ist und wird unser Kernelement sein und bleiben und deshalb glauben wir fest, dass unser Engagement im BVB hier auch genau darauf einzahlt. Der BVB steht, meine Vorredner haben es schon gesagt, für leidenschaftlichen, schnellen Fußball und er begeistert am Ende des Tages wirklich eine riesige Fangemeinde. Der BVB ist aus unserer Sicht ein extrem starker Partner. Er passt in der Tat zu unserer Strategie, zu unserer DNA. Er ist schnell, er ist jung und er hat Spaß. Und deshalb passt es auch zu unserem Plan 2015, Puma on the Attack. Ziel ist, Puma weiter als Nummer 3 der weltweit führenden Fußballmarken auszubauen, dies insbesondere in Deutschland. Dabei werden wir die langjährigen Partnerschaften fortführen, die wir haben mit Stuttgart und Hoffenheim. Jedoch besitzt BVB sicherlich eine sehr, sehr weite Strahlkraft und eine Form von Authentizität, wie wir sie so noch nicht kennen.
Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, die Wachstumschancen auszuschöpfen, und daran werden wir arbeiten. Kurzum, wir haben eine sehr, sehr hohe Motivation und viel Vorfreude, viele Ideen bei Puma Deutschland, ob es bei Sports Marketing, Merchandising oder im Verkaufsbereich ist, damit wir hier wirklich eine kraftvolle Gestaltung dieser Partnerschaft kreieren. Yeah.